So, willkommen Freunde, hier ist der Wolle 158 wieder mit Ark Survival Evolved. Eigentlich sind wir ja schon längst im Spiel drin, eine ganze Weile. Aber ich hatte eben einen kräftigen Crash gehabt. Und da ist der erste Teil der Aufnahme alles flöten gegangen. Tja, keine Ahnung, was hier passiert ist. So, wir waren dabei. Hackt immer noch ein bisschen. Wir waren dabei, hier alles abzureißen, weil ich festgestellt habe, erstens brechen mir die Dinos hier immer wieder ein oder ich werde in den Boden gestampft. Und da gibt es nämlich solche Stone Fence Foundation beziehungsweise auch aus Holz. Jetzt habe ich angefangen, mir das langsam so hinzubasteln und ich war gerade an dieser Stelle gelandet hier. So, das hatte ich eigentlich schon alles weggerissen. Das ist jetzt trotzdem wieder da. Das ist ja seltsam. Gut. Na, auf jeden Fall haben wir unser Dino-Tor auch schon aufgebaut hier. Dann habe ich angefangen, die ersten Foundation zu legen. Irgendwie kriege ich hier aber trotzdem ständig irgendwelche Lücken rein. Ich muss die, glaube ich, noch dichter setzen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert mit den Rumdrehen. Ich wollte das eigentlich nach außen haben, aber das klappt irgendwie nicht. So, ja, das hatte ich vorhin schon alles weggerissen gehabt, den Teil, zumindest bis wohin ich gehen will mit dem Dinojäger. Jetzt hänge ich schon wieder fest, nicht dass das... Ah doch, jetzt. So, das einmal und dann parallel bis dahin. Ja, wie gesagt, wir kriegen ja mal die Hälfte, kriegen wir ja wieder von unserem Material, das ist auch ganz gut so. Aber von dem ganzen Stroh, was ich hier abgebaut habe, da konnte ich denn das Gehege für meine tolle Zucht auf, für meine tolle Zucht aufmachen. Das zeige ich euch gleich. Na, ich war dort wirklich in-game Tage unterwegs und habe gerade mal noch ein Männchen gefunden. Ich war in der Hoffnung, dass ich wenigstens 4 oder 5 solche Dodos hier mit einsperren kann. Aber leider ist es nur bei dem einen geblieben. So, hier will ich trotzdem dieses Vogelhaus bauen. Werde bis hier noch mit diesem ganzen Dino-Gehege gehen. Und dann hinten hier natürlich auch weg glatt abschließen. Diesmal nicht solche Äckeren machen mehr. Dann habe ich auch mehr für den zukünftigen Garten hier zur Verfügung. Und hier oben drüber, von hier aus bis nachher hier rüber, da mache ich dann einen großen Gang oder eine große Brücke rüber. Muss mal sehen, wie das zu bewerkstelligen ist. So, dann zeige ich euch mal meine riesengroße Zucht hier von meinen tollen Dolos. Hier sehen wir sie. Ein Männchen habe ich Glück gehabt. Und ein Weibchen. Also beide. Allerdings scheißen sie mehr als sie Eier legen, aber zumindest 3 Eier haben wir schon gekriegt. Warum wollten wir hier denn? Ach da, ja. Das ist meine Anna, Level 5 und das ist mein Bossi. Und ich hoffe, da haben wir doch schon wieder ein Ei. Also, ja, aber das zu treffen, das ist immer ein bisschen schwierig hier. Jetzt haben wir ich hoffe, dass ich wenigstens noch 3, 4 Weibchen hier rankriege und dann mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob man die vielleicht so erzüchten kann. Schön wert, ja. Aber mal ausprobieren. Na nun, warum komme ich jetzt aus meiner Tür nicht raus? Weil ich neben der Tür will. So, ich habe die auch so eingestellt, dass die hier drin herumwandern können. Und in der Hoffnung hier, dass da dann irgendwann mal ein paar Eier mehr sind. So, toll. Hier ist meine Kiste schon wieder verschwunden.
Das ist die neue Kiste, die ich gesetzt habe, weil die da musste ich ja abbauen. Die ist jetzt wieder mal unsichtbar hier. Und wie gesagt, davon lassen wir uns nicht ärgern. Meine anderen Kisten, seltsamerweise, die sind wieder sichtbar. Ne, eine. Die zweite war auch da, aber die ist jetzt wieder unsichtbar. Also hier passieren doch noch ab und zu ein paar merkwürdige Sachen. Hier seht ihr, meine Pflanzen sind schick gekommen. Vielleicht schaffen wir das nachher noch, wenn es nicht zu lange dauert, hier abzuernten. Ich will aber ein, zwei auf jeden Fall stehen lassen. Mal sehen, ob die denn irgendwie vergammeln oder weiß ich was, keine Ahnung. Probieren wir aus auf jeden Fall. Gut, also jetzt erstmal hier weiter. Wie gesagt, mit diesen Foundation-Teile habe ich die. Habe ich da jetzt noch was drin? Ja, haben wir jetzt noch welche drin. Diese Foundation-Teile, die muss man wirklich Pi mal Daumen anlegen hier. Ob das denn was wird, ob das gerade wird, da hinten bin ich total schief gekommen. Da steht eh eine Ecke dann über, aber das ist mir im Moment, ist mir das Schnuppe. Hauptsache, ich kriege das erstmal durch. Ja, ich habe ja gedacht, dass das irgendwie einrastet hier oder so, aber das macht das nicht. Ja, wie krieg ich den jetzt gerade hier rein? Ich könnte wahrscheinlich hier irgendwas wieder abreißen. Das mag ich jetzt aber nicht. Ich mach das einfach so jetzt. Und das reicht natürlich nicht. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Jetzt habe ich hier dann so ein blödes Loch drin. Das ist ja doof. Ja, dann muss ich das noch weiter rübersetzen. Ja. Ja, weil ich da vollrutsch bin. Oh Mann, ey. So, gucken wir mal noch. Klamotten brauchen wir dazu. Wo ist sie denn? Für das Holz Foundation haben wir noch da. Und nehmen wir einfach erstmal davon noch die eine. Mal sehen, ob die an den Stein irgendwie dann zumindest anschließt hier. Ja. Oh, wo ist er? Hier. Ich werde die Seite erstmal dicht kriegen. Ja. Das ist ja wirklich. Naja, da muss vielleicht doch noch ein bisschen nachgebessert werden. So, jetzt mache ich das einfach so. Und dann mal schauen, ich weiß auch nicht, wie man die Holzteile dreht. Ich wollte das eigentlich andersrum haben, bloß ich kann mich hinstellen, wie ich will. Er dreht nicht. Zumindest haben wir irgendwie halbwegs Dichte. Und nun haben wir auch keine. Doch, haben wir noch. Na. So. Nicht schön, aber selten. Aber zumindest kommt da keiner durch. Ja. So, hier vorne, das habe ich auch soweit erstmal dicht, ja. Ist zwar auch nicht ganz gerade geworden, steht auf beiden Seiten etwas über. Aber irgendwie, vielleicht irgendwann, schaffe ich es mal, da ein bisschen besser durchzusehen. Das genauer zu bauen. So, jetzt bin ich gespannt, ob das sich jetzt plötzlich wieder umdreht. Warum das eine so lang geht und das andere so lang, weiß ich nicht. So, wir haben aber auch nichts mehr hier drin. Gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt noch an Holz hier zur Verfügung haben. So, Holz haben wir noch eine ganze Menge hier. Und dann brauchen wir, glaube ich, diese Teach noch. Dann gucken wir mal nochmal nach. Für die. Da kann man schon welche herstellen. Eins, zwei, ja, dann sind ein paar oben erstmal durch.
sitzen. Das wird nicht klappen. Aber hier, da sitzt er wieder so rauf. So, ja, dann müssen wir das noch zumachen. 1, 2, 3, 4 brauchen wir da noch. 5, 6. 6. Und hier. 1, 2, 3. Hier brauchen wir noch 2. Wären 8. Wenn wir da irgendwie schaffen, von hier aus gerade zu kommen. Das heißt also, wir müssen probieren. Ich will probieren, von hier aus denn die Dinger gerade durchzulegen, so halbwegs gerade, dass ich den ganzen noch, wenn ich hier noch 2 hinpacke, dass das eine Linie wird. So, dann robben wir jetzt erstmal noch. Die dürfen wir ja nicht mehr wegrobben. Ne, stimmt doch. Das hätte ich beinahe wieder Mist gebaut. Gut, das brauchen wir also noch, geht also auch um die Holzteile, brauchen wir nicht unbedingt mal Steine klappen, Holz reicht nämlich noch ein bisschen mehr da. Ich war ja mit meinem Großen, war ich ja unterwegs gewesen und da haben wir anständig noch Bären gesammelt, den hatte ich mitgenommen zum Suchen von den Endodo hier. Und haben auch genügend Fleisch uns noch geholt, also mit der Versorgung geht das erstmal. Holz haben wir mit dem Tiefschwieber, alles da. Und so, dass wir hier probieren können, vernünftig noch zu bauen. Ja, ich gebe aber nicht auf hier, wenn ich die Nase voll auf vom Bauen, dann schnappe ich mir den dicken und gehe nochmal los, denn ich denke mal, Holz werden wir auf jeden Fall noch brauchen. So, ich werde mal gucken, was wir für das Tor brauchen. Das sieht ja bestimmt gigantisch aus. So, das Tor, wo ist es? Das ist es, oder? Ja. Können wir herstellen. Ja, weiß ich nicht, brauchen wir 2 oder 1? Wir machen erstmal nur 1. So. Das nehmen wir uns erstmal hier rein. Und gucken wir mal, ob sie kann hier laufen. Ich bin überladen. Dann packen wir mal Dino-Ei weg. Erstmal die ganze Teach weg und Holz raus. So, und jetzt müsste ich eigentlich wieder laufen können, ja. So, wo ist mein Tor? Oh, brauchen wir nur 1. Oh, sieht ja gut aus. Gigantisch. So, kommen wir überhaupt drin? Bisschen schmal wirkt das ja. Ja, sehr schön. So, und wenn ich bis hierhin circa gehen will, dann habe ich genug Wenderadius noch übrig, ja. Das müsste eigentlich doch reichen. Ne? Mal sehen, ausbauen können wir nachher immer noch. So, da fühlst du dich doch bedeutend wohler, ja. Ne? Also, dann erstmal hier die Dinger verlegen. Ah, seht ihr, und das wackelt hier hin und her und jetzt muss man nur schauen, dass man irgendwie so halbwegs gerade ist. Einmal. Dann müsste der eigentlich schon.
reichen zweimal, so. Und dann muss ich von hier aus so gerade zugehen, ja. Hoffen wir, dass das was wird. Probieren wir das mal. Das wird immer irgendwie. Sieht zumindest erstmal so aus, ne? Probieren wir das. Weil ich musste mal bei diesem Gehege von meinen Dodos musste ich auch jetzt zweimal ansetzen. Immer komplett alles wegkloppen. Pi mal Daumen. Aber. Es scheint zu funktionieren. Bis jetzt sieht es noch ganz gut aus, dass man ups, nee, das wollte ich doch nicht. Ja. So. Nochmal. Es fehlt uns eins. Ah, toll. Ja, aber das könnte hinkommen. So, mal gucken, wie dicht wir hier reinkommen. Haben wir noch Holzwände, haben wir noch. Und dann die erste Wand aufgestellt. Ah, da ist auch eine Lücke drin. Mal gucken, wie das andere dann klappt. Naja, so geht's aber. Und hier hätte ein bisschen mehr Platz. Naja, meine Düngerproduktion, die läuft. Die kleinen Dollars, die machen zwar auch noch was, aber ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat auf die Qualität, weil das sind ja dann nur kleinere Haufen. Achso, ich hatte ja hier, wollte ich mir den reinmachen. Noch eine Tür. Na, hier ist er. Zwei. Ist die Null? Oh, da reicht das ja. Und dann kann ich hier ruhig nach oben ins Aufsetzen. Und hier kommt eine Rampe ran. Ja, sonst müssen wir springen gehen, das mal, ja. Also eine Rampe muss man auch noch bauen. So, und dann schauen wir mal jetzt, dass wir hier noch ein paar Zäune erstmal herstellen. Und also hier will ich auf jeden Fall diese Holzzäune nehmen. So, was brauchen wir da noch zu? Ich glaube, Teach war das noch. Schieber auch. Mal sie herstellen hier. Ja. Zweimal, dreier. Und damit kommen wir nicht weit. Und dann wollten wir einmal noch. Machen wir mal lieber. Einmal, zweimal noch machen. Und dann brauchen wir erstmal ein bisschen Holz. Etwas habe ich ja noch an Vorrat da. Das war ja hier in der Kiste ja nur das, was wir. Dem Zerkloppten hier wieder reingeholt haben. Ich weiß gar nicht, weshalb ich den noch in der Tasche habe. Der könnte ja eigentlich dann auch raus hier. So. Oh, ich sollte langsam mal was essen gehen. Gucken wir erstmal hier, dass wir hier noch den einsetzen. Der muss abstehen, ah, das reicht bestimmt nicht. Na, mal gucken. So. Na toll, das sieht mal halt Feuer aus, ja.
gibt's noch irgendeine Fackel? Ach, alle Fackeln aufgebraucht, ich glaub das nicht. Gut, jetzt müssen wir doch erstmal rennen. Und ja, hoffentlich finde ich jetzt meinen Eingang. Also, da kann man nicht hoch. Oje. Vorne raus. Ich kann bestimmt nicht springen, weil zu voll geladen bin. Wa? So, dann müssen wir uns doch erstmal hier so ein Zeug erledigen, ja. Das erstmal macht da. Oh ne, die wollte ich ja eigentlich gleich mitnehmen. Na, die werden wir mal jetzt hier lassen, das werden wir hier lassen. Die lassen wir auch hier. Können wir nicht mehr gelassen, die kriegst du auch schon voll. Ach du Scheiße. Tja, das ist durch und durch Planung. Oh, hoffentlich komme ich jetzt hier rein. Ich kann nicht springen. Ach, jetzt komme ich nicht mal in meine Bude rein. Ja. Wir müssen hier irgendwas wegfeuern. Wieso kann ich nicht springen? Verstehe ich ja nur ja nicht. Da ist schon wieder ein weißer Strahl. Aber jetzt kann ich da nicht hinrennen. Jetzt kann ich mit dem einfach wieder springen. Was soll denn das? So, durchtasten hier. Ach, hier ist es aber so weit von Arschduster. Da ist, glaube ich, hier in der Ecke müsste doch mein Feuer sein. Muss ja irgendwo sein. Oh wei, so passiert es in Dussern. So. Also als erstes erstmal die Fackeln reparieren, ja. Das brauchen wir und wir brauchen Flint. So, und jetzt können wir hier die Fackeln reparieren. Ja. Ne, was fehlt uns noch? Wut und Stein. Ah. Wut haben wir hier drin. Dann haben wir noch ein bisschen Feuer drin und Stein haben wir da drin. Stein sieht es knapp aus. Na, da habe ich alles aufgebraucht für die Foundations, ja. Gut, einmal, zweimal, dreimal. So, dann haben wir erstmal wieder unsere Fuck. Gut, dann können wir Klamotten wieder zurückpacken. Und wir werden erstmal ein bisschen Fleisch essen, ja. Das sieht nämlich arg böse aus hier. Food ist runter, Wasser ist aber okay. Wasser können wir uns auch gleich holen. Na, hauen wir das letzte Stück rein, da Fleisch haben wir ja noch. So, und Wasser brauchen wir uns nur
wir sind jetzt erstmal wieder so weit auf dem Damm. So, wir bräuchten diese Holzzäune da auf jeden Fall. Holz brauchen wir. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünfer. So, was fehlt jetzt noch? Holz. Oh oh. Jetzt kann man nicht mehr laufen. Das sehe ich schon kommen. Ja. Nee, doch, kann man noch. Gut, dann gucken wir mal, wie weit wir das jetzt zumindest erstmal von unten dicht kriegen. Dass wir unsere Dinos einsperren können. Ja. Ja, das müssen wir noch extra. Ja. Die Wände müssen wir auch noch ziehen. Ja. Achso, und hier. Da müssen wir noch diese Foundations aufstellen und hier fehlt immer noch einer. Da fehlt immer noch einer. So. Nee, das wird nicht her. Und so. Ja. Ja. Dann gucken wir mal, wenn wir die jetzt aufbauen hier. Ja. Am besten erstmal hier vorne anfangen, dass wir den erstmal haben. Machen wir unsere Zäune hier, die legen wir mal hier auf die neuen rauf. So, und der baut wieder so rum. Naja, ist nicht schön, aber dafür selten. Zu weit ineinander. Na, ist klar, jetzt durch die Unebenheit. So, jetzt sehe ich erstmal hier noch der eine. Ja, so weit haben wir der erstmal dichte jetzt hier. Dann brauchen wir hier noch 1-2 Foundations und dann die Wand ziehen, ja. Schon wieder ein Appell gelegt, ja. Wunderbar. Na, ah, weg ist er. So, haben wir noch einen übrig, ja. Dann gucken wir mal, ob wir den da aufsetzen können. Jo, das hat geklappt. So, dann können wir wenigstens noch eine Rampe setzen. Haben wir dafür noch das Material? Das kostet uns eine Rampe. Natürlich nicht. Ach, das kostet auch 60 Holz. Tja, das heißt jetzt erstmal Holz hacken gehen. Das war dann erstmal für heute. Soweit haben wir es geschafft, dass wir hier unser tolles Dino-Tor, unser Jurassic-Tor haben. Wir können dann hier, da wird noch eins rausgeschlagen, da kommt eine Tür dann rein. Oder auch nicht, vielleicht machen wir es hinten nur mit der Brücke. Hier werden wir dann jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein komplett aufsetzen. Und irgendwann habe ich dann die Hoffnung, dass wir hier auch nochmal ein paar Hühner mehr kriegen. Halt, du bleibst hier. Der eine will immer wieder raus hier. Schon wieder ein Ei. Sehr schön. So. Dann werden wir das dann auch kleiner im Kühlschrank packen, die Eier. Weiß ich nicht, wie lange die haltbar sind. Gut. Das sollte erst wieder gewesen sein. Wir sehen uns dann wieder. Da werde ich es wahrscheinlich
denn soweit schon rumgebaut haben, so dass wir dann bald anfangen können, da oben den Turm höher zu ziehen und dann die Brücke zum Vogelhaus weiter rüber. Ja, hat sich schon schön was verändert bei meiner Base hier. Ja, klappt alles wunderbar und hier werden wir schauen. Quatsch, hier doch nicht. Hier werden wir dann mal abernten und lassen mal, ich würde sagen, Tintoberry, die lassen wir einfach mal stehen, und einmal Nacoberry, die lassen wir auch stehen, und die werden wir abernten hier. Dann haben wir hier, da waren auch Samen drin, darum hat sich da gleich ein neuer Samen hingesetzt, dort. Da, die können wir auch abernten. Da war kein Samen drin, da hinten war ein Samen drin. Und hier. Und da war auch kein Samen drin. Aber gut, Samen haben wir genügend hier. Ja, wir müssen allerdings noch ins Inventar schauen. 99 schwarze Beeren, Leute, das ist enorm. Doch, da war auch ein Samen drin. Der hat nur ein bisschen länger gebraucht. So, hier hatten wir 96 Beeren drin. Nacko-Beeren, also an Betäubungsmitteln fehlt es uns nicht mehr und damit kann unsere Giftfallproduktion steigen. So, dann schauen wir hier auch mal nach. Da haben wir das, das und so, ja. Samen. Vielleicht brauchen wir ja nicht mal mehr pflücken. Haben wir hier ein paar Opfer drin. Tja, also wir brauchen die nicht abzuernten, sondern wir brauchen nur das Inventar zu öffnen. Wenn die immer hochgekommen sind, dann können wir da immer wieder neu. Überall Samen drin, ja, hat geklappt. Ja, dann können wir überall einfach nur rausnehmen und brauchen die nicht neu zu setzen. Sehr schön. Dann können die also so bleiben. Fantastisch. So, das war's gewesen. Wolle 158 verabschiedet sich wieder. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht den Daumen hoch oder ein Abo. Und auch über Kommentare würde ich mich sehr freuen. Bye bye.